Hallo und herzlich willkommen zu Meeting 2 Update Video 24.3. So, ich muss euch hier direkt am Anfang ein bisschen enttäuschen, und zwar werde ich euch das Pflaster abziehen. Wir dürfen leider nichts vom Ballator zeigen. Da gäbe es ein paar Gründe für, ich weiß nicht, ob ich die teilen darf. Nichtsdestotrotz, wir dürfen nichts zeigen. Es gibt aber sehr viel anderes zu zeigen, das werden wir in diesem Video auch noch machen. Das, was ich euch sagen kann zu Ballator, ist, dass es wahrscheinlich so eine Art Melee 2.0 wird. Man braucht eine Gilde Level 21 und man braucht Gildenpunkte, das heißt, da auf jeden Fall vorbereiten. Und ansonsten, wenn ich mehr teilen darf, dann werde ich das tun. Die meisten von uns waren alle noch nicht im Run drin, so wie ich auch nicht. Und ja, sobald wir was dürfen, werde ich es auf jeden Fall auch zeigen. Das heißt, darauf könnt ihr euch dann auf jeden Fall freuen. Es gibt nichtsdestotrotz viele andere Sachen zu zeigen und das machen wir jetzt flott. Let's go. Aber neben dem Ballator kann man auf jeden Fall noch sagen, dass ein kleines Quality of Life Update dazu gekommen ist. Und wir kümmern uns jetzt als erstes mal um Autohand. Autohand wurde definitiv gebufft. Und zwar, hier bei Tränke kannst du jetzt auch Taus reintun. Das ist natürlich schon mal interessant, aber ihr seht hier schon zwei kleine Pfeile und ja, hier gucken wir jetzt erstmal bei Angreifen rein. Und zwar kann man jetzt einstellen, was für Stufen angegriffen werden sollen, ob Mädchensteine angegriffen werden und so weiter und so fort. Und hier ist die Reichweite gemeint zu den Leveln von den Mobs, die angegriffen werden. Das heißt, wenn ihr einfach alles kloppen wollt, dann macht ihr 150, 150 bestätigen und dann wird wirklich alles angegriffen an Monstern, die ihr haben wollt. Und ansonsten haben wir hier noch einen Pfeil bei Fokus und jetzt passt auf, ein grafisches Update. Holla die Waldfee, man kann jetzt einstellen, wie die Reichweite sein soll, was alles gekloppt werden soll und so weiter und so fort. Die Reichweite ist auf jeden Fall ordentlich. Und ihr seht, durch dieses Update kann man dann auch gucken, okay, wie weit geht das denn wirklich? Und es geht verdammt weit. Also von hier bis da hinten, das ist schon ein bisschen was. Und ja, das wird sich auf jeden Fall zeigen, ob das vielleicht ein bisschen zu OP ist. Weil Autohand benutzen ja doch schon ziemlich viele Leute. Und da kann dann dementsprechend, kann es ein bisschen wild werden, ne? Was noch wohl gefixt worden ist, ich bestätige das mal ganz kurz. Hier seht ihr jetzt keine anderen Veränderungen mehr. Aber was wohl gefixt werden soll, ist, dass wenn du stuck bist in Autohand, kennt man von Elementarwelt und so weiter und so fort, dann soll das wohl jetzt gefixt worden sein, dass man da dann nicht mehr stuck ist und so weiter und so fort. Ich guck mal, ob ich das reproduziert bekomme. Dann seht ihr auch jetzt gerade einen Clip davon. Aber ich bin zuversichtlich, dass es funktioniert. Wir gehen weiter zum nächsten Thema. So Leute, kommen wir zum nächsten Punkt. Seid ehrlich zu euch, wie viele von euch verwechseln jedes Mal Spieloptionen und Systemoptionen? Ich rede von hier, den beiden Sachen, die es jetzt nicht mehr gibt. Es gibt nur noch eine Sache und zwar Optionen. Und dort sind halt die ganzen Sachen, die wir auch schon kennen. Da ist eine Sache, die ist neu, die werden wir jetzt gleich auf jeden Fall mal angucken. Hier sind so die ganzen, also das kennt ihr alles, das werdet ihr auch sehen, zack, zack. Hier sind die ganzen Sachen, ist jetzt auf jeden Fall deutlich übersichtlicher, würde ich sagen. Hier ist die Tastatur und hier hast du noch das Beuteding. Und hier ist eine kleine Sache und zwar gibt es die Sichtreichweite. Oder die Sichtweite, sagen wir es so. Und das ist schon ziemlich interessant, denn ich zeige euch das mal ganz kurz. Erstmal hier Nebel ist, glaube ich, besser gemacht worden, oder? Kann das sein? Ist auf jeden Fall dichter gemacht worden. Machen wir aber jetzt aus für das Beispiel hier. Denn die Sichtweite, das ist schon beeindruckend. Wir machen das immer Stückchen für Stückchen ein bisschen weiter. Das ist schon geil. Also man kann jetzt sehr viel weiter gucken, was ihr allerdings mit Sicherheit schon festgestellt habt. Man kann jetzt nicht irgendwie die Monster von ganz weit weg irgendwie beobachten oder mal gucken, steht da hinten der Boss oder steht er vielleicht da hinten. Das funktioniert leider nicht. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ob man vielleicht andere Spieler sehen kann, die da hinten irgendwie irgendwas machen. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber die Sichtweite ist auf jeden Fall, ja, viel weiter und ich denke, das macht so das Feeling auf einer Map auf jeden Fall besser. Aber ihr seht, Monster, da ist noch so eine, ja, ich denke mal in Minecraft-Sprache wird man jetzt Render-Distance sagen.
Das heißt, man muss eine gewisse Reichweite haben, um die Monster dann zu sehen. Was ich auch schon ausprobiert habe, oder ich würde sagen, wir machen ganz kurz einen Cut, gehen nochmal kurz auf Map 1. So Leute, ich habe jetzt hier mal auf Map 1 kurz ein Mädchen gesucht und zwar wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, die Reichweite bringt auch nichts, wenn man Mädchen sucht oder so. Der spawnt dann quasi auch irgendwann, hier seht ihr ihn, und wenn wir wieder weiter weggehen, dann sieht man den auch nicht mehr. Das ist natürlich schade, so könnte man auf jeden Fall sehr viel besser farmen, aber ich glaube, dann wäre es auch wieder ein bisschen zu einfach. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das ist ein ziemlich cooles Feature, weil ich denke, so lernt man die Maps auch nochmal neu kennen. Also, so sah Map 1 noch nie aus. Also, das kann man definitiv sagen, ne? Also, mir gefällt das richtig gut. Ich muss auch sagen, hier auf Map 1 an sich hat mir auch der Nebel sehr gut gefallen. Sieht gut aus. Kann man nichts sagen. Ist auf jeden Fall auch ein anderer Nebel. Oder täusche ich mich da? Also, mir gefällt's. Ich mache nochmal einen kurzen Cut. Bis gleich. So Leute, ich bin hier jetzt ganz kurz in der Elementarwelt, um eine Kleinigkeit zu zeigen. Und zwar, ich mache mal hier kurz ein bisschen Blut drauf. Da habt ihr es aber auch schon gerade ganz kurz gesehen. Da habe ich jetzt Blut, eben war ein bisschen Ohnmacht drauf und so weiter und so fort. Das heißt, die Debuffs auf Monster werden jetzt angezeigt. Hier haben wir jetzt gerade Blut. Wir versuchen mal ganz kurz Giftwolke. Zack, da haben wir hier das Symbol für Giftwolke. Und hier seht ihr auch, was für ein Element der Mob hat und so weiter und so fort. Also Debuffs werden jetzt auch angezeigt, das ist natürlich auch interessant. Ist, denke ich mal, auch gerade sehr gut, wenn man irgendwie Razzador farmt oder so und nicht immer direkt sieht, okay, hat er gerade Blut bekommen oder beim Drachen oder, keine Ahnung, es gibt ja viele andere Beispiele. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein nices kleines Gimmick, ist jetzt nicht bahnbrechend oder so, aber kann man auf jeden Fall was mit anfangen und ich denke, das schadet nicht. So, dann machen wir weiter mit einem neuen User-Interface und zwar haben wir ja eben schon Vermögen, das ist klar, Charakter, das ist auch klar, dann Inventar hat sich auch nichts geändert, Optionen habe ich euch eben schon gezeigt, jetzt haben wir aber hier noch Community und das hat sich auch ein bisschen was geändert und zwar seht ihr hier gerade, hier ist schon die Freundesliste, da seht ihr auch gerade einen Status und zwar kann man seinen Status hier einstellen, Online AFK, verwendet gerade Autojagd, das ist natürlich auch ziemlich interessant. Ja, und von daher kann man dann auf jeden Fall ein bisschen was einstellen und da einfach so ein paar Optionen feststellen. Hier kann ich gerade zum Beispiel sehen, okay, Channel 1 und ist gerade auf Map 1. Und ja, ich denke mal, das ist ziemlich cool. Ich glaube, man kann auch einstellen, dass man das nicht sieht. Ja, wird sich alles zeigen. Das könnt ihr dann auf jeden Fall bald beim Update alles testen. So, dann haben wir hier weiter die Gilde. Da ist dann natürlich auch, wer ist gerade online, bla bla bla. Und hier haben wir die Gilden-Info. Ich denke, das ist auch klar. Das kennen wir alles. Und hier wird es auch einen neuen Skill geben. Ich glaube, dazu darf ich aber noch nichts sagen. Werdet ihr dann auch beim Update sehen. Und hier sind ein paar Einstellungen, die wir dann auch bei, ich glaube, Spieloptionen hatten. Ich meine schon, hier kannst du Handel blockieren und so weiter und so fort. Und ja, ich denke, das wird jetzt erstmal eine ganze Zeit lang brauchen, damit du das wieder irgendwie so drin hast und so weiter und so fort. Man muss sich dran gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es, glaube ich, ein sehr gutes Update für Quality of Life, dass es einfach ein bisschen geordneter ist und so weiter und so fort. Von daher bin ich da sehr zufrieden. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar gibt es einen neuen Boni. So. Den kann man auf ein Armband und auf einen Handschuh bekommen. Und zwar heißt dieser, hier haben wir Blockdurchdringung. Wie der funktioniert und so weiter und so fort. Dazu haben wir noch keine Info. Wozu wir aber eine Info haben, das ist ein Boni, der einzig und allein für PvP bestimmt ist. Das heißt, der bringt nichts im PvM oder sonst irgendwas, sondern einzig und allein für PvP. Ja, bisschen mehr Damage anscheinend wieder, ne? Das hat dem Game auf jeden Fall gefehlt. Dazu werde ich aber nachher noch zu meiner eigenen Meinung kommen. So Leute, kommen wir zu meiner eigenen Meinung. So, ich habe mal so ein bisschen überlegt und zwar habe ich mir die einzelnen Punkte nochmal aufgeschrieben. Was soll ich dazu sagen und so weiter und so fort. So, fangen wir mit den Guten an. Ich muss sagen, das mit den Autohand, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut mit diesen Reichweiten-Ding und so weiter und so fort. Ich muss sagen, wie weit das geht, überleg mal, das ist da gerade hinten, bis zum Lager, das ist vielleicht ziemlich OP. Man muss dazu sagen, Beta kann natürlich auch anders kommen.
Ich weiß nicht, ob die Reichweite vielleicht doch ein bisschen zu viel ist, aber ansonsten gefällt mir das sehr gut. Hier kann man dann auch einstellen und so weiter und so fort. Ich denke mal, Bosse ist klar, muss er auf jeden Fall immer mitnehmen, weil ansonsten wirst du halt umgekloppt vom Boss. Das macht nicht so viel Sinn, aber zum Beispiel Metine stehen lassen und so, das ist auf jeden Fall eine nette Sache. So, weil die Drops zieht man ja dann wahrscheinlich sowieso nicht auf. So, machen wir weiter mit den User Interfaces. Ich muss sagen, die gefallen mir ziemlich gut. Gerade hier so mit den Freunden anzeigen lassen und so. Dann hier einen Status einstellen. So, bin gerade nur auf Autojagd. Das heißt, wenn du mich anschreibst, dann kriegst du sehr wahrscheinlich keine Antwort. Das ist schon ganz geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Genauso wie hier mit den Optionen, mit der Sichtweite und so. Also das macht schon noch ein bisschen was aus. Das ist jetzt kein grafisches Meisterwerk oder so. Das war Metin ja noch nie. Aber ich muss sagen, es macht was aus. Es macht definitiv was aus und es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich denke, daran werde ich mich erstmal nicht satt sehen. So, machen wir weiter mit den neuen Bonus. So, da muss ich sagen, ich glaube, ich habe da ziemlich wenig Recht mitzubabbeln. Ich weiß nicht, ob es gerade im PvP nötig ist, weil ich persönlich ja kein PvP spiele. Was mir so vorkommt, ist, dass wir, glaube ich, nicht unbedingt noch mehr Damage in-game brauchen. So, das ist nur ein PvP-Bonus. Wie gesagt, ich glaube, da kann ich sehr, sehr schlecht mitreden. Weil ich spiele einfach kein PvP und von daher müssen die Leute, die das mit dem PvP machen, selber beurteilen. So, machen wir weiter mit den Debuffs. Dass die angezeigt werden, kann ich jetzt hier schlecht vorführen, denn die gehen direkt kaputt. Dass sie dann hier oben angezeigt werden, ist, denke ich mal, eine nette Sache. Kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes oder so, aber ich muss sagen, allgemein, für mich ist das ein Quality of Life Update, was besser war als die richtigen Quality of Life Updates vom letzten Mal. Vielleicht waren das auch Sachen, die da mit reingehört haben und nicht vorher fertig geworden sind oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall finde ich das Quality of Life sehr viel besser als die letzten. So, ja, Ballator kann ich legit gar nichts zu sagen. Ich war nicht im Rand drin. Ich kann nur sagen, dass es anscheinend so ein Melee 2.0 ist, nur mit Sungma, mehr oder weniger. Ja, Gilde Level 21 ist, denke ich mal, machbar. So sollte auf jeden Fall machbar sein. Man braucht Punkte und so weiter und so fort. Ich kann nicht viel zu sagen, Leute. Ich habe nicht mehr Infos als ihr auch oder als ich euch jetzt heute gegeben habe. Und von daher wird sich das auf jeden Fall zeigen. Wenn ich was zeigen darf, dann werde ich das auf jeden Fall noch tun. Von daher schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Ich würde sagen, das soll es für dieses Video gewesen sein. Gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.